Herzlich willkommen zu der 52. Ausgabe der Solothurner Filmtage. Während rund 8 Tagen steht die ganze Stadt Solothurn einmal mehr ganz im Zeichen des Schweizer Films. Es werden rund 179 Filme gezeigt. Tauchen wir ein in das vielfältige Programm. Am 19. Januar sind die 52. Solothurner Filmtage mit dem Film «Die göttliche Ordnung» von der Petra Wolpe eröffnet worden. Der Film handelt von der späten Einführung des Schweizer Frauenstimm- und Wahlrecht 1971. Was hat das für Sie für eine Bedeutung, dass Ihr Film «Die göttliche Ordnung» die Solothurner Filmtage eröffnen darf? Es ist natürlich eine grosse Ehre für uns, dass wir den Auftakt machen zum Festival. Von einem Festival, das hoffentlich grosse Fragen und Themen aufwirft und die Leute anregt, zum Diskutieren, darüber nachzudenken. Und da hoffe ich, dass unser Film da eine gute Basis bildet oder die Leute inspiriert, ins Festival hineinschickt. So. Ihr spielt im Eröffnungsfilm «Die göttliche Ordnung» mit. Könnt ihr etwas über Ihre Rolle sagen? Naja, es ist eine Frau, eine normale Hausfrau, die 1971 durch Ungerechtigkeiten, die sie so in ihrem Umfeld erfährt, sich für das Frauenstimmrecht in ihrem Dorf einsetzen und erstmal auf vehementen Widerstand stößt. Und dann kippt es aber. Und ja. Bundesrätin Simonetta Sommaruga ist passend zum Eröffnungsfilm begleitet worden von zwei ehemaligen sozialdemokratischen Politikerinnen, die die ersten Frauen im Nationalrat waren. Frau Sommaruga, was bedeutet es Ihnen, die Solothurner Filmtage zu eröffnen? Ja, ich bin natürlich eine überzeugte Kinogängerin, sowieso. Ich gehe, wenn ich immer Möglichkeit habe, auch ins Kino. Ich liebe den Film. Und an den Solothurner Filmtagen wird ja insbesondere jetzt auch die Schweizer Filmschaffen gefeiert, gezeigt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wir müssen uns bewusst sein. Schweizer Filmschaffen ist ein Teil von unserer Identität. Wir können über die Geschichte etwas sehen von unserem Land. Wir können auch Schattenseiten anschauen, auch unser Potenzial sehen. Wir können auch über Grenzen heraus schauen. Und das Filmschaffen zu pflegen, zu feiern und sich zusammen darüber zu freuen, das ist auch der Sinn des heutigen Abends. «Die göttliche Ordnung» ist ja der erste Film, Schweizer Film, der über das Frauenstimmrecht präsentiert. Was hofft ihr, könnt ihr mit diesem Film bewirken? Also erstens finde ich es interessant, die Geschichte zurückzuschauen und einen Teil von der Schweizer Geschichte nochmal sich zu erinnern oder überhaupt zum Thema zu machen, weil das ist überhaupt in den Medien oder auch in der Schule ist das eigentlich ein sehr wenig besprochenes Thema, wie wahnsinnig lang die Frauen gekämpft haben für das Frauenstimmrecht und was das auch für eine Atmosphäre war, ist noch in den 70er Jahren in der Schweiz. Und dann ist natürlich, merkt man auch, dass es immer noch sehr ein aktuelles Thema ist, Gleichberechtigung, und jetzt das Jahr noch aktueller wurde und es ist einfach noch nicht erreicht, was müsste erreicht sein, was Frauenrecht angeht, und da hoffe ich, dass der Film die Leute noch mal aufmüpfen und ein bisschen aufschütteln so. Das Frauenstimmrecht, das wir heute das Gefühl haben, das ist doch das Normalste vor der Welt, das hat vor nicht langer Zeit müssen erkämpft und erstritten werden. «Die göttliche Ordnung» ist der richtige Eröffnungsfilm für den Solothurner Filmtag? Also «Die göttliche Ordnung» ist der perfekte Eröffnungsfilm für den Solothurner Filmtag. Es behandelt ein Thema, das eigentlich auch heutzutage top aktuell ist. Ein politisches Thema, das Frauenstimmrecht in der Schweiz. Und auf eine sehr schöne Art umgesetzt. Also auch lustig, es ist auch nachdenklich. Es vereint eigentlich alle Emotionen, die das Kino bieten kann. Von dem her ist das ein Lucky Punch für den Solothurner Filmtag. Welche Erwartungen haben Sie? Ja,
Eröffnungsfilm «Die göttliche Ordnung»? Also sie sehr gut, ich habe noch wenig gelesen davon. Ich bin gespannt, das ist sicher ein zeit- und gesellschaftspolitisches Thema, das aufgegriffen. Und ich habe ja die Zeit noch knapp erlebt, allerdings noch nicht als Stimmbürger. Und bin gespannt jetzt, ob es bekannt vorkommt. Ja, spannender Beitrag, schönen oben. Und am Schluss auch noch eine interessante Vorstellung von der Crew, die den Film gemacht hat. Das ist ja immer sehr interessant. Was ist Ihr persönliches Highlight von der diesjährigen Solothurn Filmtag? Das ist schwierig, als Filmchef vom Bundesamt für Kultur hier Favoriten zu nennen. Aber ich habe den Fehler schon mal gemacht bei jemandem, darum kann ich ihn jetzt wiederholen. Ich finde der Puppe-Animationsfilm, Trickfilm, wie der Gourchette, ein wunderbarer Film. Ein Film, der wirklich auch die Familien ansprechen. Für mich ein Highlight auch vom Programm von der diesjährigen Solothurn Filmtag. Welche Arten von Filmen gefallen Ihnen besonders gut? Ich schaue quer durchs Band ziemlich viel, aber ich schaue also gerne an von einem Gassenhauer bis zu einem doch anspruchsvolleren Kunstfilm. Warum gehen Sie immer gerne an die Solothurner Filmtage? Ja, weil es einem anregt, weil es verschiedene Facetten zeigt vom Leben, von der Politik, wo man sonst nicht sieht oder nur auf dem Papier. Und dann ist es immer interessant, wie das umgesetzt wird von Filmregisseuren. Die Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft Solothurner Filmtag, Christine Bärli, hat dieses Jahr zum letzten Mal die Filmtage eröffnet und tritt nach 12 Jahren zurück. Es war für mich eine große Freude und Ehre, während nunmehr 12 Ausgaben Präsidentin des Vorstandes sein zu dürfen. Und ich danke allen Kolleginnen und Kollegen aus Vorstand, Geschäftsleitung und Geschäftsstelle ganz herzlich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Ich freue mich schon heute darauf, Ihr Wirken in den nächsten Jahren als Besucherin der Filmtage weiter verfolgen zu dürfen. Und ich bitte jetzt Seraina hier auf die Bühne. Dankeschön. Weitergegangen ist es mit der Rede von der Direktorin von der Solothurner Filmtag, der Seraina Rohrer. Da ein Ausschnitt dazu. Meine Damen und Herren, die Schweizer Enge führt heute nicht mehr zwingend zu geistiger Enge. Im Gegenteil, die Schweizer Enge ist heute eine Chance. Eine Chance, um eine Kultur der Nähe zu etablieren. Eine Kultur der Nähe führt nämlich zu Lebendigkeit und bietet den Kulturschaffenden einen Nahrboden für ihre Kultur. Heute Abend werden wir sehen, wie engstirnig die Schweiz vor 40 Jahren war. Im Eröffnungsfilm «Die göttliche Ordnung» von Petra Wolpe wird die Geschichte der Einführung des Frauenstimmrechts erzählt. Ich hoffe, dass ich hier das Ende nicht verrate, dass jetzt das kein Spoiler ist. Ja, meine Damen und Herren, es gibt heute das Frauenstimmrecht. Meine Damen und Herren, wo wären wir heute ohne jene Menschen, die es damals gewagt haben, die göttliche Ordnung in Frage zu stellen? Die Zeit liegt ja nicht so weit zurück. Für mich zumindest, ich erinnere mich gut daran, meine Mutter durfte nicht stimmen und natürlich auch nicht gewählt werden. Sie durfte kein Haus kaufen, nicht einmal einen Kühlschrank. Und dann, im Juli 1969, macht ein Mann den berühmten ersten Schritt auf den Mond. Aber die Schweizer Frau, die durfte immer noch nicht ins Wahllokal.